Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute Dear Love, I Hate You von Elijah oder Elijah Greenwood mitgebracht. Das Buch ist der erste Band einer Reihe, in sich abgeschlossen, aber Band 2 und 3 gehören zusammen. Also Band 2 endet mit einem Cliffhanger. Bitte beachtet die Triggerwarnung, in dem Buch geht es um Substanzmissbrauch und einen versuchten sexuellen Übergriff. Hallo ihr Süßen, ich habe euch heute Dear Love, I Hate You von Elijah Greenwood mitgebracht. Ich hoffe, ich habe es auch einigermaßen richtig ausgesprochen. Das ist der erste Band einer Reihe. Und ich finde es so schön, dass hier auf dem Cover ein bisschen Gold mit drauf ist. Das schimmert dann so schön. Seht ihr das? Ich habe die Sonderausgabe mit Farbschnitt von Chest of Hearts. Und zeige euch gleich den Farbschnitt, aber erstmal den Klappentext. So müsste das gehen. Als Evina Harper einen anonymen Brief in der Bibliothek vergisst, ist sie außer sich. Niemand hätte ihn je entdecken sollen. Niemand hätte ihn je lesen sollen. Und noch weniger hätte ihn jemand beantworten sollen. Doch Evina und der Unbekannte beginnen sich zu schreiben. Erst ein Brief, dann zwei, dann immer mehr. Jedes Stück Papier enthüllt ihre dunkelsten, tiefsten Geheimnisse. Und die Regeln sind klar. Niemals dürfen sie die wahre Identität des anderen erfahren. Niemals dürfen ihre Geständnisse nach außen dringen, denn das würde ihr Leben zerstören. Alles scheint ein harmloses Spiel zu sein, bis Evina herausfindet, wer ihr Brieffreund ist. Xavier Emery, Star der Basketballmannschaft, Tyrann ihrer Kindheit und ausgerechnet der, in den sie sich zu verlieben droht. Klingt doch gut, oder? Ja, jetzt kommt der Farbschnitt. Achtung! Ich finde den so schön. Ich finde den so schön. Ne, mit dem Brief, der da jetzt quasi drauf gedruckt ist. Das ist so hübsch. Also ich glaube, es ist einer meiner liebsten Farbschnitte seit langem. Der ist so toll und so passend zum Buch. Tja, und jetzt erfahrt ihr, wie mir das Buch inhaltlich gefallen hat. Evina ist es gewohnt, praktisch unsichtbar zu sein. Seit ihre beste Freundin beliebt geworden ist sie allerdings für ihren Geschmack etwas zu sichtbar geworden. Und das könnte ihr jetzt zum Verhängnis werden, wenn jemand ihren Wutbrief liest, den sie in der Bibliothek vergessen hat. Und in dem sie mit ihrer Meinung über eine ihrer Lehrerinnen ziemlich deutlich wurde. Doch zu ihrer großen Überraschung hat sie der Finder nicht verraten, sondern ihr geantwortet. Allerdings ist er wohl ein ziemlicher A-Punkt-Punkt-Punkt. Oder doch nicht? Evina fällt aus allen Wolken, als er herausfindet, wer der geheimnisvolle Briefeschreiber wirklich ist. Emery, Star der Basketballmannschaft, Tyrann ihrer Kindheit und jetzt ihr keine Ahnung was. Nur eines ist sicher, noch nie hat sie sich mit jemandem so gut verstanden. Wie in vielen Jugend- oder Young Adult Romanen, sind auch hier viele der Charaktere sehr überspitzt gezeichnet, vor allem die der Eltern, der Protagonisten. Evinas Mutter zum Beispiel ist schrecklich zu ihr. Sie interessiert sich nur für ihre jüngere Schwester und wenn die mal nicht perfekt ist, ist es Evinas Schuld. Diese ist nur dazu da, ihre Schwester hierhin und dorthin zu fahren oder abzuholen und soll eben einfach funktionieren. Allgemein empfand ich fast alle Charaktere als sehr flach, nicht nur die Eltern. Es dauerte eine ganze Weile, bis sie aus ihren Rollen ausbrachen und Tiefgang bewiesen oder eine deutliche Veränderung zeigten. Bis zur Wendung mochte ich das Buch selbst, aber eigentlich recht gern. Doch dann wurde es mir zu viel Drama, da wird der Regler mal eben von 0 auf 100 gedreht. Wie zu erwarten und bei Young Adult weit verbreitet, gibt es einen Moment zwischen Evina, ihrer Schwester und ihrer Mutter, samt krasser Kehrtwendung, die aber schon 2 Seiten später wieder komplett vergessen ist. Sowas hasse ich. Das ist mir zu typisch amerikanisch mit dem Vergeben und Vergessen, was aber auf Dauer nichts bringt, weil sich eben der andere nicht ändert. Das eigentliche Drama entsteht aber durch einen Nebencharakter, bei dem mir von Anfang an klar war, dass sie sowas tun würde. Von jetzt auf gleich befindet man sich mitten in einem Dramasturm, der einfach nicht mehr enden will. Es wird nur immer schlimmer und schlimmer und mir fehlte es da einfach an der Nachvollziehbarkeit, vor allem in Verbindung mit dem Ende.
Bis zur Wendung fand ich das Buch gut. Es war von Anfang an ein wenig sehr teeny und ein bisschen zu sehr young adult für mich, aber es war gut. Dann kam die Wendung und ich habe ernsthaft überlegt, ob ich das Buch abbrechen soll. Das Drama wurde von jetzt auf gleich auf Anschlag gedreht und ich fand es einfach so krass übertrieben, dass mir die Lust auf die weiteren Bände der Reihe komplett verging. Das Ende kommt recht abrupt und hier habe ich auch wieder ein Logikproblem, das ich bei Büchern mit extremem Drama immer habe. Mich könnte das Buch leider nicht vom Hocker hauen. Als dann das Drama nach oben drauf kam, wurde es mir einfach zu krass und weit hergeholt. Von mir bekommt das Buch ganz knappe 2 Sterne, weil es vor dem Drama durchaus wichtige Themen gut behandelte. Das war es dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!